Einen wunderschönen guten Morgen. Ich suche gerade die Fernbedienung, damit ich den Fernseher ausmachen kann. Wir sind schon seit 4 Uhr bin ich aufgewacht und 4:30 bin ich aufgestanden. Ich bin richtig müde und ja, weil wir halt... Oh, es ist ja dunkel, ne? Weil wir halt so früh aufgestanden sind, haben wir uns noch aufs Sofa gelegt, Bernd und ich, und Fernsehen geguckt. Jedenfalls wollte ich jetzt gerade die Fenster zumachen und sehe, dass Bernd die schon zugemacht hat. Kann ich die Heizung ja hier oben ein bisschen anmachen. So. Farbe wollte ich mir ein bisschen ins Gesicht schmeißen. Ich bin richtig platt. Die Kleine hat heute Nacht so in meinen Magen getreten. Ich weiß auch nicht, was das werden sollte. Mir ist richtig übel geworden. Und jetzt auch noch teilweise. Ich weiß nicht, ob sie mir da echt im Magen tritt oder ob ich mich anstelle. Ich habe direkt Google gefragt. Und Google sagt, ja, 31. Woche, das könnte gut sein. Weil das Baby halt immer größer wird und immer weniger Platz hat. So, um hier das Fenster zuzumachen, muss ich immer aufs Klo mit einem Fuß. So. Oh ja, egal. So ist das. Jetzt wollte ich mir wenigstens ein bisschen Tagescreme ins Gesicht machen, damit ich nicht ganz so schlimm aussehe. Die nehme ich immer. Ich nehme immer Medium. Boah, ich habe so Ringe unter den Augen. Könnte ich mir ja auch ein bisschen Concealer oder wie das heißt machen, ne? Mache ich den zuerst, damit ich nicht so ganz leichenmäßig aussehe. Wir haben jetzt unten den Kamin schon immer an und die Heizung aus. Wir heizen halt echt mit Kamin. Das ist so schön. Erstmal ist es total so romantisch und also wenn man das Licht halt so flackert die ganze Zeit und das macht halt echt eine richtig schöne Wärme. Wir haben teilweise hier 28 Grad abends. Dann wird uns echt heiß, dann mache ich schon die Fenster auf, weil es so warm ist. Und das zieht echt durchs ganze Haus hier, also richtig super. So, jetzt sind die Ränder, glaube ich, schon mal ein bisschen weg. Die Creme. Ganz rustikal. Dann hatten wir schon hier Eskalation. Nein, nicht Eskalation, aber ihr wisst, dass Calvino hat ja die Schule gewechselt und jetzt ist der Weg ein bisschen weiter. Und wir brauchen ein Schokoticket und bis wir das jetzt alles mal, also wir haben sowas noch nie beantragt, keine Ahnung, oder beantragt, ne, bestellt. Dann hatten wir ihn jetzt die ganze Zeit gefahren und haben dann gestern gesagt, okay, dann holen wir, weil das jetzt mit Corona ist das so doof, man kann ja kein Ticket kaufen, haben uns die Kinder erzählt. Also beim Busfahrer kann man kein Busfahrticket kaufen. Und deswegen hat Bernd dann gestern gesagt, weil das halt manchmal echt stressig ist, wenn wir ihn dann abholen. Und er würde auch gerne mit seinen Freunden einfach mit dem Bus mitfahren und nicht von seinen Eltern abgeholt werden. Hat Bernd gesagt gestern Abend, ich kaufe jetzt online ein Vierer-Ticket. Und dann hat er das online gekauft. Und das hat auch geklappt. Dann hat man halt so eine App, wo man das Ticket sehen kann. Und dem Busfahrer oder dem Kontrolleur oder wem auch immer zeigen kann. Und ja, dann hat Bernd sich das Ticket angeguckt, einmal, dann hat er mir das einmal gezeigt und zweimal hat Calvino das, also sollte er selber üben, dass er halt weiß, wie er in der App da hinkommt und das dann zeigen kann. Also viermal. Und heute Morgen sollte wollte Calvino nochmal schauen, wie er das macht, um das halt dann da zu zeigen, dem Busfahrer oder dem Kontrolleur. Und dann stand da, ihr Ticket ist nicht mehr gültig oder so. Ja, weil mit jedem Mal
man da drauf drückt, auf dieses Ticket, haben wir eins aktiviert. Und die sind dann für 90 Minuten gültig und dann nicht mehr. Ja, super. Also haben wir gestern, das hat 6 Euro gekostet, dieses Vierer-Ticket. Ja, ist jetzt halt nicht so viel, ne? Aber wir haben uns trotzdem total geärgert. 6 Euro für nix. Ja, und jetzt haben wir halt ein Einzelticket geholt für nachher. Bernd hat dann den Calvino, bin ich verschwommen? Nein, ne? Ach, ich weiß auch nicht, dieser Autofokus. Bernd hat dann den Calvino zur Schule gebracht, weil es heute Morgen dann wieder so stressig war. Und hat dann ein Einzelticket geholt und hat gesagt, wenn das jetzt wieder schief geht, dann ist es wenigstens nur ein Ticket für 1,70 und nicht wieder 6 Euro, die weg sind. Und nachher wollen wir dann zum Kundencenter fahren von diesem Busfahrunternehmen und uns das Schokoticket hoffentlich direkt mitnehmen. Tada. So, und jetzt, wo ich gerade hier oben bin, wollte ich einmal übers Waschbecken und so putzen. Dann ist das auch wieder ordentlich. Ich hatte das gestern schon eingesprüht und dann vergessen. Kann passieren. Wenn das mit dem Fokus so weitergeht, dann hole ich mir eine neue Kamera. Das ist doch nicht normal. Jetzt hat er wieder. Ich weiß nicht, was mit dem Autofokus ist. Das ist fürchterlich. Das nervt mich total. Vor allem, also jetzt, wenn ich es merke, dass der Autofokus nicht funktioniert, dann ist ja okay. Dann schraube ich da dran rum und dann geht's. Aber manchmal merke ich es halt auch nicht. Und dann beim Schneiden, dann sehe ich, dass das total unscharf alles ist und dann ärgere ich mich. Dann habe ich die Wahl zwischen Video löschen oder Video in noch schlechterer Qualität als mit dem Handy hochladen. Egal, heute ist der erste Tag, wo ich wieder mit der Kamera filme, denn ich habe eine Nachricht bekommen von Apple, dass mein Laptop heute wieder zurückkommt, dass der fertig ist. Und wir haben den am Freitag weggebracht in den Apple Store nach Oberhausen, heute ist Mittwoch. Und ich habe dann so eine Sendungsverfolgungsnummer bekommen von Apple und da steht dann halt, wo jetzt gerade der Laptop ist. Und heute Nacht, der ist von Tschechien, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, geflogen nach Leipzig, von Leipzig nach Köln und ist jetzt auf dem Weg, ich glaube nach Dortmund oder so, in dieses Verteilercenter. Unglaublich, nach Tschechien haben die den geschickt, um den reparieren zu lassen. Wahnsinn, der hat ja voll die Reise jetzt gemacht. Und ich hoffe, dass er wirklich heute ankommt. Und dann kann ich endlich wieder, also wenn ihr dieses Video hier seht, dann hat es offensichtlich geklappt und der Laptop ist angekommen. Oh, wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Ja, und dann werde ich Besserung geloben und nicht mehr todmüde abends im Bett Videos schneiden und somit wird mir das Display, das wird mir wahrscheinlich nie wieder passieren, dass ich was einklemme zwischen Display und Tastatur und das Display kaputt geht. Das war wirklich eine Lehre. Ich habe immer so aufgepasst auf diesen Laptop, wie auf meinen Augapfel und dann kaputt. Ich versuche mich gerade an einem Vanillekipferlteig mit Margarine, weil wir ja halt nicht so Butter zu uns nehmen möchten. Deswegen mit Margarine. Ich habe das jetzt ordentlich durchgeknetet und werde das erstmal jetzt für 1-2 Stunden in den Kühlschrank geben und dann kann ich die gleich schon formen, die Vanillekipferl. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich dieses Jahr total in Weihnachtsstimmung bin und ja, das hat nicht nachgelassen, gerade so wenn der Kamin an ist und ja, durch den Umzug sind die Weihnachtssachen natürlich auch immer, ich habe die gar nicht auf den Dachboden gebracht, weil wir brauchen sie ja eh bald und überall in den Prospekten sind schon Weihnachtssachen
Und ich möchte am liebsten alles kaufen. Ich habe aber noch gar nichts gekauft, weil wir haben auch echt viele Weihnachtssachen. Und deswegen, ja, freue ich mich schon voll aufs Schmücken und auf unseren tollen Baum dieses Jahr und auf Kekse backen und gebrannte Mandeln. Mache ich auch selber, habe ich euch ja in dem Food Hall erzählt, denn Weihnachtsmärkte sind ja dieses Jahr auch, glaube ich, alle geschlossen. Und selbst wenn welche sind, habe ich gar keine Lust dahin zu gehen, weil ja mit Mundschutz und so, ja, habe ich da keine Lust drauf. So, jetzt rollen wir den mal hier. Dann brauche ich mir gleich nur noch so Scheiben abschneiden und die formen und backen. Und dann schön im Puderzucker wälzen. Boah, da freue ich mich drauf. Da werde ich noch ordentlich mal zunehmen jetzt über die Weihnachtszeit. Egal. So. Jetzt müssen wir das zack hier rein und dann kommt es in den Kühlschrank. Hallo. Hey, hier bin ich. Hier bin ich. Herrchen ist da. Juhu. Und Herrchen hat Vanillezucker mitgebracht, schaut mal, die Vanillekipferl, die sehen ein bisschen unfallmäßig aus, aber wo egal. Wo ist denn der Vanillezucker? Irgendwo da drin. Da. Backpulver, Hefe. Vanillezucker. So, die müssen nämlich erst immer ein bisschen abkühlen, die Vanillekipferl, sonst zerbrechen die. Hier haben wir einen Großhändler. Ja. Eine Ladekarte. Runter. 3 in 1. Ja. Das heißt, zwei mitbestellt. Das runter. Hat drei, also USB-C. Für uns und für die Tiere. Okay. Ja. Und hier, weil ja immer viel liegt. Und Steckdosenadapter mit Schnellladefunktion. Okay. Da habe ich noch mal zwei für Steckdose mitbestellt für hier. Ja. Ist die Keksdose sauber, die du mitgebracht hast? Nicht dreckig, Lift. Das ist nicht schön, wenn du mich die vom Balkon. Ach, von der Fensterbank hinten vom. Wie soll ich die einweichen hier schon ein bisschen? Ja, ist das Schimmel in den Ecken oder noch? Okay. Weiß ich nicht. Muss ich die alle einzeln hier? Ja. Jo. Du hast gesagt, du kannst dir jedes zweites in dein Mäulchen schmeißen, Laska. Ja. Da wird ein bisschen Spüli reingemacht im Wasser. Ja, ich spüle die Gänse. Ja, lass die das mal einweichen. Ja. Zwiebeln habe ich überlegt, hätte ich aber die gefrorenen. Gefroren, ne? So 400 Gramm ungefähr sind noch gefroren. Der Mülltonne ist jetzt immer noch 20 cm Platz. Aber ich habe schon aussortiert. Hm. Die Frikadelle habe ich wieder im Kühlschrank, ne? Ja. Also mag ich die nicht so gerne. Aber danke. Mal probieren. Die sind noch ganz warm. Sauber? Das ist doch doof hier. Ja, kann ich die bestücken? Kannst reinmachen. Das ist was Einfacheres her. Warum legst du die einfach so, wie sie da sind? Und machst das mit diesen... Weil die von allen Seiten so geschwenkt sein sollen. Mir reicht von einer Seite. Da muss schon richtig Kalorien bei rumkommen hier. Jetzt hör mal auf, mich zu sabotieren, bitte. So, und wenn die jetzt so abkühlen. Murphy? Ey! Mmh. Er sagt, er hört auf. In dem Moment, wo er Futter bekommt. Ja, muss man noch warten. Ich habe überlegt, ja. Anstatt Zimtsterne mache ich Zimtstangen, weil das ist viel einfacher. Ja, okay. Aber ich will mal meine Hände eben waschen. Ja, ich habe noch kurz ein Pad nehmen. Jetzt hier, nimm mal ein kleines Stück. Oh, die sind so geil. Machst auf Chefin mal, ne? Mhm.
So, so lassen wir das jetzt erstmal abkühlen hier in Ruhe. Ne? Und den Rest Puderzucker mache ich dann hier in die Dose. Für den nächsten Schwung Vanillekipferl habe ich überlegt. Was hältst du von deiner sparsamen Ehefrau? Sparsame Ehefrau mit 600 Euro Laptop gerade. Puh, smurfen. Ja, bitte. Jetzt gucken wir mal den Laptop. Der Bernd. Was? Ja, das wäre jetzt fatal, ne, wenn etwas damit passiert. Ich habe schon mal nicht, weil ich die Handy gerade voll hatte. Ich mache da gut später und die Karton raus. Da hätten wir beide gelacht vor. Da macht man keine Witze mit. Das auch damit. Oh, schaut mal, die haben den Apfel abgeklebt sogar. Da rastet aus. Er freut sich, dass er auch was bekommen hat. Murphy, was hast du da bekommen? Hast du die Tüte? Das brauche ich, das ist für gebrannte Mandeln, die mache ich gleich noch. Nein, das ist Zucker, ja. Aber es ist Zucker mit Zimt. Murphy! Oh, was hast du da? Oh, hier. Oh, was ist das denn? Oh, er sagt, das ist genau das Richtige für das Schäuschen. Da kannst du fetzen. Ja! Na, guck. Hat Apple sogar den Smurfy glücklich gemacht. 600 Euro Spielzeug für den Smurfy. Jawohl. Hui. Bitte? Drei Stück habe ich rein für dich zur Info. Die Lorbeerblätter? Ja. Ja. Bernd kocht nämlich gerade Bolognese. Bolognese mit Sellerie aus dem Garten, ne? Ja. Und hier habe ich die Smurfy. Komm rein. Ab. Geh rein. Du irres Wesen. Was hast du da denn jetzt? Er hat irgendeinen Fussel gefunden, da musste alles umschmeißen. Da waren die gebrannten Mandeln drin in der Pfanne, wollte ich euch sagen. Und schaut euch die mal an. Die kleben gar nicht zusammen, die sind richtig toll geworden. Das ist einfach 200 Gramm Mandeln, diese ungeschälten, 200 Gramm Zucker, eine Prise Zimt, zwei Vanillezucker und ein Schuss Wasser, so 100 Milliliter Wasser. Und dann aufkochen in der Pfanne, dann bis das Wasser verkocht, immer rühren, rühren, rühren. Irgendwann ist der Zucker dann Pulver und dann löst er sich auf. Und dann rühren, 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 auskühlen lassen und dann... Lecker. Die sind genau richtig. Und die von der Kirmes oder Weihnachtsmarkt, da finde ich immer... Die liegen ja auch schon 3 Stunden da drin, ne? Oder 5. Ja, die liegen wahrscheinlich schon länger. Ich kann auch gar nicht anders machen. Nee, aber... Die sind so... Pomadig. Nicht so dick. Mit Zunge. Zunge. Ich bin hier vorgelaufen, weil ich so geschielt habe. Da ist nicht so dick Zucker drauf. Mann, die vom Weihnachtsmarkt, da ist manchmal das Dreifache an Zucker drauf. Ich glaube einfach, weil er halt schwerer ist, der Zucker. Und günstiger. Deswegen machen die doppelt so viel Zucker. Voll lecker. Und geil. Geil. Und du bist traurig? Möchtest du dich entschuldigen, weil du alles umgeschmissen hast? Komm mal her. Komm mal her. Verkohlt riecht's hier. Wir ziehen das Härchen in Ruhe. Hier runter. Komm runter. Ich steck immer einen Dübel in deinen kleinen Zuckerarsch. Bernd baut mir einen Tisch, der auf die Waschmaschine kommt. Kann ich da Wäsche falten, zum Beispiel Ablage,
Was auch immer, ist die alte Arbeitsplatte aus der Küche ein Teil davon. Die ist sehr hart, glaube ich, ne? Ja. Ja, der hat doch eine super Arbeitshöhe zum Wäschefalten. Ja, ne? Der muss ja auch nicht 1A gerade stehen, das ist ja nur einfach. Ja. Ja, ich bin da nicht so. Wir sind da ganz provisorisch. So super. Muss ich hier nur das Silikon noch abmachen, aber das ist ja kein Problem. Ja, dann kommt er da drauf, dass wir hier langsam Ordnung kriegen. Ein Mischmopp. Mischimoppi. Ja, aber es muss ja eh hier weg erst, ne? Ja, wenn das da einfacher. Stell den drauf. Weil wenn das nicht zu schwer ist, dann stell ich es gut rein. Ich hab fleißig gewaschen. So. Deine Ecke muss auch noch weg kurz. Und das Gitterfleisch da weg, dass wir das durchschieben können. So? Und das Fleisch da weg. Das hier? Das hier? Ja. Jetzt zieh du jetzt noch so natürlich. Der fehlt uns jetzt hier. Und dann Glück. Etty. Ja. Komm mal raus da. Du musst nur schneuzen. Ich dachte, warte, mit meinem dicken Bauch geht jetzt. Ja, soll ich mal in die Ecke gehen? Ja. Ich bin gefangen im HBR. Geh raus, Etty. Oh. Na, das ging das leider nicht. Das war vorhin die Kante noch was schöner, weil wenn die Kante hier gewesen wäre, ja, dann hätten wir von der falschen ja Seite. Ja. Die Waschmaschine noch so einstellen könnten, dass sie nicht wackelt. Ja, da kann man ja was drunter stellen unter den Beinen, wo das da wackelt, oder? Ja. Da fehlt halt die Fliese auf der einen Seite. Nee, da fehlt keine Fliese. Hm. Da müssen wir was drunter legen. Ja, können wir ja. Papier oder so oder Pappe? Ja. Jetzt ist eine ganze Menge hier passiert. Also erst haben wir ja den Tisch hier hingestellt, den Bernd gebaut hat. Dann hat er mir noch die ganzen Regale angebracht. Und das Regal haben wir jetzt einfach hier quergestellt, um Platz zu sparen. Ja, und hier meine Wäschesortierungskisten. Aber jetzt räume ich nicht weiter ein. Jetzt bin ich echt geschafft vom ganzen Hin- und Herräumen. Ich habe wieder voll Übungswehen. Smurfy, was hast du da? Nicht aus. Hör auf. Und der Bernd bringt jetzt draußen noch, da haben wir doch diese, habe ich euch mal erzählt, diese Außentreppe. Und da bringt er jetzt noch Lampen an. Wir hatten da so Solarleuchten gekauft. Damit man halt, also die gehen automatisch an und aus, wenn es hell und dunkel wird und so. Dass wenn wir abends vom Teiter kommen. Was kaufst du? Kommst du, Murphy? Ist gut jetzt. Komm. Wenn wir abends zum Teiter kommen, dass es halt nicht so enorm dunkel ist. So, und jetzt mache ich uns erstmal was zu essen. Bernd hatte ja Bolognese gekocht. Die ist jetzt schön durchgezogen und ich bereite jetzt hier alles vor. Hier sieht es jetzt aus. Ist ja immer, ne? Bevor es besser wird, wird es erst immer schlimmer. Egal. So, jetzt muss ich noch die Spülmaschine ausräumen. Und dann freue ich mich, wenn ich gleich liegen kann. Ja. Oh. Der ist ganz, ganz hart, der Bauch, sag ich euch. Was noch nie noch. Hör auf zu beißen. Nicht kreisen, so ist mein. Kreisen? Mhm. Mhm. So, jetzt leckt er dir wieder die Nasenlöcher, bis ins Gehirn. Mhm.
Na, meine drei Männer sind jetzt spazieren gegangen, die letzte Abendrunde. Und ich durfte hier bleiben mit der Murmel. Weil die so hart wird, echt zwischendurch. Unglaublich hart. Das tut nicht weh, aber das ist wirklich dann so unangenehm zu laufen. Und ich möchte dann einfach, also ich lege mich gleich hin. Ich habe mir hier meinen Laptop schon bereitgestellt, der funktioniert. Und dann werde ich jetzt die Speicherkarte auf den Laptop laden und anfangen, mein Video zu schneiden. Und den HWR, das räume ich alles morgen weiter ein. Der Bernd hat noch so ein Schwerlastregal aufgebaut. Da kann ich dann morgen unsere ganzen Konserven und sowas alles einräumen. Und dann nehme ich euch morgen dann wieder mit, wie das dann weitergeht. Aber heute sind wir schon ein großes Stück weitergekommen, dass da so Regale sind. Richtig cool, da kann man richtig viel Stauraum, alles einräumen. Da freue ich mich drauf. Ja gut, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!